Ja, als der Genesungsverlauf nicht so war, wie wir uns gewünscht hatten, haben wir schon mal so aus Spaß gesagt, ja, aber das 400. machen wir noch dieses Jahr und so. Und dass es jetzt wirklich soweit ist, also vor 3 Wochen haben wir das beschlossen, dass wir das jetzt am Samstag machen. Ja, sie verdient meinen größten Respekt, bin wahnsinnig stolz auf Charlie und ja auch schon so lange mit ihr jetzt gespielt zu haben. Weil zeig mir mal einen in der Welt, der 400 Spiele für einen Verein absolviert hat. Ausgeschlossen die ganzen Sommer, die sie in der Nationalmannschaft absolviert hat oder auch Pokalspiele, Champions League hier mit dem Verein. Wahnsinns Ding. Ich freue mich für sie und ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das, was die Mädels gerade gemacht haben, war schon die Premiere. Also ich denke schon, dass es laut wird und dass viel Applaus ist, wenn irgendwie mein Name oder wenn ich dann mal aufs Feld darf, dann wird das schon laut werden. Also ich denke, gerade in diesen schnelllebigen Zeiten ist es Wahnsinn, dass eine Spielerin so ein Jubiläum begehen darf. 400 Spiele für einen Verein. Es ist wirklich eine wahnsinnige Zahl, die man sich als andere Spielerin einfach so gar nicht so vorstellen kann. Und man muss ja auch bedenken, dass sie in dieser Zeit auch immer für die Nationalmannschaft gespielt hat, dass sie da auch immer noch Top-Leistungen gebracht hat. Und über Jahre dieses Niveau zu halten, ist wirklich eine Riesensache. Und ich freue mich riesig für Charlie, dass sie hier mit diesen Fans dieses Jubiläum feiern kann. Ist. Leistungsmäßig ist sie auf jeden Fall jemand, der vorne rausgehen kann, aber ansonsten als Person und selbst auch auf dem Feld oft ist sie eher eine Person des Understatements. Charlie ist niemand, der sich hervortut. Charlie ist niemand, der gerne vor großen Menschenmassen große Reden schwingt und ist auch gerne mal jemand, der in den Hintergrund tritt und dennoch natürlich weiß, was er kann, obwohl sie jemand sein könnte, der sich immer vorne anstellt, aber das ist sie nicht. Die schon so sind wie die anderen alle.